Der Mond geht auf und ich gehe gleich unter in Resident Evil Zero. Das Spiel, das mich nervt und irritiert ohne Grenzen, aber ich habe mich dazu durchgerungen, es doch durchzuspielen. Ich habe auch eine Menge Spaß dabei. Es ist halt nur leider echt knifflig, möchte ich es mal nennen. Manchmal an der Grenze zur Unfairness, vielleicht liegt es auch an meiner Vorbereitung in den letzten Stunden, in denen ich dann nicht genug gesammelt habe oder vielleicht auch Magenkraut zu sehr vergeudet habe oder ähnliches. Aber ihr habt gesagt, ihr würdet es gerne noch weiter sehen, deswegen werde ich es auch noch weiter spielen. Da habt ihr mich an meiner knallhart durchgenommenen Ehre gepackt. Richtig so. Und deswegen gibt es jetzt noch eine weitere Runde Resident Evil Zero. Ich glaube, wir werden das auch durchspielen. Natürlich werden wir das. Die schlimmsten Teile sind überstanden, zumindest glaube ich das. Und hier ist der aktuelle Stand. Noch immer sind wir mit Billy und Rebecca in diesem Kerker räumen, in dem wir hier auch schon, Rebecca ist hier runtergefallen, wir haben sie gerettet, yada yada. Hier draußen sind drei nervige Affen, die habe ich aber schon erledigt in diesem Spielstand. Das habe ich extra gemacht, damit wir die nicht immer killen müssen, weil manchmal klappt es, manchmal nicht. In dem Fall hat es ganz gut geklappt und ich habe zwei, ich zeige es euch gerne nochmal, habe nur zwei Säure-Granatwerfer-Schüsse verbraucht, was super gut ist. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich auch direkt kritische Werte. Also es hat auch nicht so viel gebracht, wie gedacht. Ja, jetzt habe ich hier mein Mixset verwendet. Habe aber irgendwas falsch gemacht schon wieder. Aus irgendeinem Grund hat sich mit meinem Energiestand nicht viel getan. Ich dachte, wenn ich das Mixset verwende, dass ich dann vielleicht ein bisschen was kriege. War aber nicht so. Okay, hier waren wir auch schon. Das sind alles die Areale, wo wir schon mal durch waren. Und meine Hauptaufgabe ist jetzt eigentlich... gute Frage. Was ist es eigentlich? Ich muss eigentlich erstmal Energie finden. Es ist nämlich nahezu unmöglich, in meiner jetzigen Position weiterzugehen mit dem Spiel. Denn es kommen ein, zwei Räume, in denen fiese Gegner lauern. Und ohne Energie ist es für mich knifflig. Was ist denn jetzt passiert? Das ist eine interessante Situation. Das ist noch nie passiert. Warum geht denn jetzt die Tür nicht mehr auf? Doch, da ist sie. Okay, jetzt geht's wieder. Ganz komisch, hat einfach sehr lang geladen. Aber immerhin müssen wir nicht neu starten. Oh, rot und blau. Rot ist wichtig, blau nicht so. Aber vielleicht tausche ich hier mal ein paar Gegenstände, damit das hier zusammenpasst. Als erstes sollte ich vielleicht hier mal den Ink Ribbon aufsammeln. Den einen habe ich ja schon. Und dann habe ich jetzt drei. Okay, was können wir tun? Wo kann ich irgendwo was loswerden? Den Schlüssel hier brauche ich natürlich. Den werden wir gleich auch einmal benutzen. Das Messer könnte ich hinlegen, obwohl ich es ja eigentlich auch brauche. Ah, schwierig. Diese eine Napalm-Munition, die hebe ich mir schon irgendwie auf. Würde ich schon gerne haben. Na gut, dann lege ich jetzt hier ganz kurz mal ab. Das Messer kann ich mir später holen. Und ich will das rote Kraut, nicht das blaue. Das rote ist zum Verstärken des grünen Krauts und das blaue ist gegen Vergiftung. Ja, das kann man eigentlich hier lassen. Jetzt brauche ich natürlich noch ein grünes, damit es irgendwas bringt. Aber vielleicht finde ich irgendwo noch eine Ecke. Ups, nee, Moment. Kurz die falsche Taste gedrückt. Ich wollte doch L drücken. Denn ich suche mir meine Items zusammen. Und ich suche auch die verschlossene Tür, die wiederum hier sich in diesem Stock befindet. Aber vorher würde ich gerne, da wo die ganzen vielen kleinen Punkte sind, da würde ich gerne als erstes mal hin. So, Moment. Denn da liegen meine ganzen Items und da würde ich gerne die anderen Items, die ich nicht mehr brauche, auch hinlegen. Vielleicht lasse ich sogar Billy da oder Rebecca, einen von denen lasse ich auf jeden Fall da. Und ihr seht irgendwas. Ah! Okay, das war okay. Schieß nicht. Ah, das war voll verschossen. Was ist denn hier? Er dreht sich zum Falschen. Das hat noch immerhin noch geklappt. Jetzt kann ich den aber auch erledigen. Ich weiß, eigentlich müsste ich die Munition sparen. I'll go alone. Roger.
Nee. Let's regroup. Okay. So machen wir es. Aber jetzt haben die mich gerade angegriffen und ich war nicht darauf vorbereitet, deswegen habe ich die doch gekillt. Es geht noch. Es ist noch im Rahmen des Möglichen, was ich gerade verschwendet habe an Munition. Aus dem Grund lädt das alles immer sehr lang gerade. Es ist nicht die Mod, die ich sonst gerne benutze, die die Ladezeiten verkürzt. Es ist aber auch nicht das normale Spiel, was wir hier sehen. Normalerweise müsste hier irgendwas kommen, eine Tür, die langsam aufgeht, irgendeine Animation. Stattdessen ist es schwarz. Warum das so ist, kann ich euch aber jetzt auch nicht sagen. Ich drücke schon alle Buttons. Aber es dauert sehr lange. Hex, Hex! Na? Hui, das hat ja richtig lange gedauert. Meine Fresse, ich glaube, da müssen wir vielleicht gleich nochmal neu starten oder irgendwie irgendwas machen. Das ist auf jeden Fall nicht original. So, jetzt gehen wir mal hoch. Vielleicht werden wir hier jetzt auch gleich mal abspeichern. Denn ich habe ja jetzt 3 Ink Ribbons. Ich weiß, man sollte auch nicht so viel speichern. Aber dann kann ich beim nächsten Mal direkt von hier oben anfangen. Denn wenn ich jetzt keine Möglichkeit finde, noch irgendwo ein bisschen Energie zu bekommen. Oder, ja, Munition habe ich, Energie brauche ich. Dann könnte es gleich richtig knifflig werden. Vielleicht schaffe ich das nicht. Und vielleicht muss ich ein paar Mal laden. Und dann wäre schon so ein Spielstand in der Nähe nicht schlecht. Ja, nochmal ein Ink Ribbon. Gut, du kannst sie eigentlich mal einsammeln, Billy. Du bist eh Hüter der Ink Ribbons. Fünf. Ach, das sollte doch wirklich reichen, um hier ein bisschen. Schwierig, man weiß nicht so genau, was soll ich ablegen. Den brauche ich erstmal nicht. Die Magnum-Munition wäre natürlich schon ganz schön geil. Aber ich habe nur einen Schuss und ich weiß gar nicht, ob ich schon eine Magnum habe. Nochmal weiter gucken. Granatwerfer auf jeden Fall nicht unwichtig. Schlüssel ist gleich weg. Vielleicht, auch wenn es ein Fehler sein könnte, lege ich den Granatwerfer ab. Und dann auch die Munition natürlich. Kann ich auch gleich mal hier kombinieren. Vielleicht sogar ein bisschen. Ach, eigentlich spricht nichts dagegen, gleich alleine rumzulaufen. Deswegen gebe ich mir hier mal die ganze Munition. Ja. Okay. Und hier raus. Und speichere ab gleich. Kurz nochmal gucken, ob hier irgendwas ist, was ich gebrauchen kann. Rote Pflanze. Was ist das hier für eine Waffe? Ist das etwa. Nee. Sieht aus wie eine MG, ist keine Magnum. Ist der Greifhaken? Nee, den brauche ich nicht. Und ich brauche, wenn ihr irgendwo etwas seht für diesen, für diesen Benzinkanister, also Flaschen, dann schreibt mir eine E-Mail. Ich habe bisher keine Flaschen gefunden hier in diesem Haus. Oder wenn, dann nur ein, zwei. Die habe ich auch schon benutzt. Okay, dann machen wir das so. Moment. Ja. Ist die große Frage, überschreibe ich den alten Spielstand, mache ich einen neuen? Ich mache einen neuen. Okay. Da unten will ich hin. Billy bleibt hier. Let's split up. Okay. Und Rebecca muss den Karren aus dem Dreck ziehen. Bin sehr gespannt, wie es gleich funktioniert. Ich weiß, es kommen zwei komische, keine wirklichen Zombies, zwei Mutanten mit riesigen, langen Armen. Und die haben mich beim letzten Mal, als wir es gespielt haben, auch ordentlich erledigt. Nee, ach, in die falsche Tür rein. Ich habe noch kein richtiges Mittel gegen sie gefunden. Mal
Manchmal denke ich mir, vielleicht muss ich nochmal alle Räume durchsuchen. Irgendwo muss doch noch irgendwas sein, irgendein Item. Grüne Pflanze oder mir wird ja auch schon so ein Erste-Hilfe-Spray helfen, damit ich einmal wieder bei grüner Energie bin. Ich krebse hier wirklich seit geraumer Zeit auf niedrigem Energieniveau herum. Dafür scheint das Räumewechseln jetzt besser zu funktionieren. Okay, ich muss also die nächste rechts, dann wieder rechts und dann den Schlüssel benutzen. Uiuiuiui. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich genau weiß, was gleich kommt. Nee, das wollte ich nicht. Ich bin echt noch ein bisschen, schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt mit der Steuerung. Okay. Jetzt gleich. Vorher nochmal schauen, ob hier nicht doch irgendwas ist. Ich weiß auch noch, im Keller gibt es auch noch einen Raum, zu dem ich kann. Der Raum mit den Affen. Da finde ich dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Munition. Aber das würde ich nur machen, wenn ich wirklich, wirklich Not am Mann habe und hin muss. Oh, schwierig. Ja, 5 Schüsse. Für einen dürfte es reichen. Aber ich darf natürlich kein einziges Mal getroffen werden. Schwierig. Okay. Wie sieht die Karte aus? 3 Türen. Die erste direkt rechts von mir. Gehen wir mal rein. Ich nehme an, hier sind Gegner. Hier müsste einer sein, ja. Einer von diesen langärmeligen. Ja, hier rechts ist er nämlich. Ich bewege mich extra mal nicht. Vielleicht, wenn ich ganz langsam gehe. Scheint mich nicht bemerkt zu haben. Aber hier gibt es auch nicht viel, leider. Letzten Endes will ich nur rausbekommen, ob sich der Kampf in diesem Raum lohnt oder ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, an die Items zu kommen. So, und jetzt kann ich doch hier warten, bis er kommt, oder? Ein noch! Oh, keine Muni mehr! Gerade jetzt! Ach, es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Na gut. Aber ihr habt gesehen, immerhin, habe ihn 5-mal getroffen. Hat trotzdem nicht gereicht, aber vielleicht, wenn ich dann schnell noch zur anderen Waffe gewechselt hätte. Deswegen gehen wir jetzt den harten Weg, versuchen es nochmal. Ich wünsche mir insgeheim natürlich jetzt einen Emulator, durch den ich betrügen kann. Aber das geht ja leider nur bei sehr alten Spielen. I'll check it out. Roger. Natürlich ist man jetzt versucht, doch wieder den Granatwerfer zu nehmen, aber da fehlt es dann einfach auch an Platz. Ja. Schwierig. Nee, ich brauche auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall hier die Munition. Na gut, wir probieren es einfach nochmal auf dieselbe Art wie eben. Mit leichten Veränderungen. Wichtigste Veränderung, ich sterbe nicht. Das wäre übrigens das erste Mal in meinem Leben, dass ich Resident Evil Zero durchspiele. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, mir hat es früher nicht so gefallen. Und bis heute bin ich da auch immer noch bisschen skeptisch, was die Qualität von diesem Prequel angeht. Aber es hat durchaus eine gewisse Faszination. Das will ich dem Spiel gar nicht absprechen. Und insofern bin ich jetzt auch schon so ein bisschen angefixt. Jetzt habe ich damit angefangen. Jetzt möchte ich es natürlich auch beenden. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Dann habe ich, glaube ich, jedes Resident Evil... Ja, ich glaube, dann habe ich wirklich fast jedes Resident Evil durchgespielt. Davon gibt es ja dann doch ein paar. Wobei, nee. Ha! 5 und 6 habe ich nicht durchgespielt.
weil die mir nicht gefallen haben. Oh shit. Weg, 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 weg! Ah, die brauchen wir so lang zum Nachladen. Ah! Okay, voll in ihr, voll reingerannt. Guckt ihn euch an, den Glibberich. Vielleicht wirklich mit dem Granatwerfer. Es sieht wohl so aus, als muss es ein Kaliber härter sein. Denn ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, ich hätte natürlich jetzt auch ballern können, aber 5 Schüsse habe ich ja schon mal versucht. 5 Schüsse reichen nicht. Und ich hatte einfach nicht genug Raum, um jetzt nochmal zur Waffe zu wechseln. Also ich hätte das wahrscheinlich eh nicht geschafft. Irgendwie bin ich ja auch überrascht worden, dass da um die Ecke direkt auch einer ist. Aber das wiederum heißt, dass ich vielleicht... Ja, das machen wir mal so. Soll ich vielleicht einfach mit Billy mal los? So viel schieflaufen kann er ja auch nicht. Dann nimmt er den Granatwerfer hier. Tam, tam. Und noch die Muni. Tam, tam. Ah, okay, muss ich dann gleich wechseln. Das geht nicht so schnell. Und vielleicht sogar laufen wir jetzt doch mal zusammen. Wir sind zwar beide kurz vorm Sterben, aber die extra Sekunden, die ich von Rebecca dann bekomme, mit 1, 2 Schüssen vielleicht sogar aus der Schrotflinte, die könnten mir helfen. Gut, jetzt probieren wir es. Ich gehe um die Ecke, ich schieße mit dem Granatwerfer, ich wechsle schnell zu der Säuremunition oder der Flammenmunition, ich bin mir gerade nicht sicher welche. Oh gut, das hat gar nichts gebracht. Mann! Dabei habe ich doch schon Autovisieren ausprobiert. Es müsste doch eigentlich besser laufen als das. Oh, jetzt brennt er auch noch! Ah! Nein, nein, nein! Ich hab keine Wunde mehr! Na gut. Sie hatte es verdient. Es ist irgendwie lustig, dass Rebecca es immer abkriegt. Obwohl diesmal sogar ich mit Billy gespielt habe. Egal, ich nehme trotzdem die schwache, kleine Lady. Und nage mich an ihr fest. Resident Evil Zero. Na gut, wir schauen weiter. Dafür wird die süße Freude umso schöner sein, wenn wir es dann endlich geschafft haben. Okay, das machen wir trotzdem nochmal. Das hat irgendwie nicht perfekt funktioniert, aber immerhin hat er gebrannt. Das Brennen ist sicherlich schon mal ganz gut, wenn es darum geht, dass er Schaden nimmt. Aber mir fehlt doch ein wenig die Inspiration gerade, was man hier noch machen könnte. Sie hat jetzt auch nicht geschossen, obwohl sie in der Nähe war. Ich habe mir von ihr ein bisschen mehr erwartet auch. Vielleicht sollte ich sogar mit dem Feuer mal anfangen und dann nochmal aus nächster Nähe die Säure. Wie man es macht, kann es falsch sein. Vielleicht gehe ich auch in einen anderen Raum. Vielleicht sollte ich einfach den hier mal sein lassen und hier rechts reingehen erstmal. Da ist natürlich auch einer. Das ist nicht so einfach. Okay.
Okay, das war immerhin ein Treffer. Jetzt gucken wir mal, ob ich ihn mit der Säure finishen kann. Nee. Okay. Jetzt mache ich natürlich hier... Schieß doch! Mann! Mach doch mal was mit der Schrotflinte! Frau! Ah. Aber ihr habt gesehen, immerhin hat dieser eine Grabbler hat nicht mehr so viel gebracht. Und er hatte keinen Kopf mehr. Muss doch zum Machen sein. Ich wette, das geht. Vielleicht finde ich dann da auch etwas für meine Energie. Das wäre mir sehr recht. Ihr könnt gerne jetzt interne, Twitch-interne Wetten abschießen. 6 Minuten haben wir noch. Schafft er es oder schafft er es nicht? Ich würde gegen mich wetten, aber dann würde ich wahrscheinlich verlieren. Okay. Das müsste jetzt der dritte Versuch sein oder der vierte sogar schon. Ganz wichtig, vorbereiten. Oh nein! Oh nein! Oh, ich habe das vergessen mitzunehmen. Hätte ich nur gegen mich gewettet. Okay, das ist zu. Ich probiere es jetzt mal so. Vielleicht kann ich hier sogar links rum. Oh, das funktioniert. Okay, jetzt muss aber der Billy ganz schnell weg. Der Billy muss weg. Kommt das Vieh? Ja, es kommt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, aber das ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt bleibe ich hier mal stehen und gucke mich mit Rebecca ein bisschen um. Vielleicht finde ich hier in der Piano-Bar etwas Interessantes. Spielen wir mal ein bisschen Klavier. Leicht schepp. Das war wundervoll, danke. Eher Piano als Forte Errungenschaft. Hier gibt's nichts. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr habt doch nicht diesen Raum komplett ohne Grund gerendert. Jetzt wirklich? Okay, dann ist hier scheinbar echt nur das Piano. Und ich nehme an, dass man mit dem Piano auch noch irgendwas machen kann, sobald man vielleicht die richtigen Noten hat, die man spielen muss. Das ist ja eine alte Resident Evil Weisheit, dass ein Klavier... Oh, sie hat entschieden, dass Rebecca nicht Klavier spielen kann. Aber sie hat es einmal versucht. Gut. Das kommt später nochmal, das Rätsel. So, jetzt gehe ich hier rein. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass das Vieh nicht direkt in meiner Nähe ist. Okay, es ist immerhin so, dass ich weiter in den Norden gehen kann. Das werden wir jetzt auch machen. So ein Zettel, kann ich den nicht... Der scheint nicht wichtig zu sein. Schade. Sieht interessant aus. Okay, noch eine Tür. Jetzt ein paar normale Zombies wären mal nicht schlecht. Die hätte ich jetzt gern. Okay, wie gerufen?
Nein. Oh, dieses Autovisieren. Ich habe hier eine Verstärkung dran. Das habt ihr sicher auch schon gemerkt. Die sorgt dafür, dass ich schneller schießen kann. Immerhin. Das hat sich schon mal bewährt. Und jetzt kriege ich sogar noch ein bisschen Gewehrmunition für die Schrotflinte. Kann auch nicht schaden. Vielleicht muss ich die Viecher auch einfach umgehen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ah, ah, ah. Moment. Ich brauche, okay, da ist eine Steintafel. Die brauche ich natürlich. Um die Steintafel zu bekommen, muss ich den Schraubstock aufschrauben. Und dafür brauche ich einen Schraubstockgriff. Hm. Ah, kann ich hier nicht noch irgendwas mit dem Schalter? Nee. Verschwenderisch, wie die ganzen Räume hier verwendet werden. Hier ist mal ein Item, da ist mal ein Rätsel. Aber ansonsten relativ wenig zu looten. Die Loot-Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Okay, gut. Hier brauchen wir also für das Rätsel einen Griff. Das war's schon. Dann haben wir noch hier eine weitere... Oh, da haben wir noch einen weiteren Raum. Den würde ich natürlich jetzt gerne haben. Frage ist, wie kommen wir jetzt da rein? Das wird wieder eng. Da muss ich wieder an irgendwas vorbeilaufen. Und ob das schief geht oder nicht, werden wir gleich erleben. Ah, hier ist gar nichts. Okay, einfach. Ich dachte auch, dass hier vielleicht in diesem Bild was rumschlurft. Okay, wir haben diesen neuen Raum. Da gehen wir jetzt rein. Und in der nächsten... Oh Gott, da... Oh mein Gott, wenn ich hier nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen. Oh, was ich da bekommen habe. Das ist ganz schön geil. Da freut sich der Simon aber ganz massiv. Gleich nach der Werbung werden wir sehen, was ich da bekommen habe, worüber ich mich so freue. Und dann spielen wir weiter Resident Evil Zero in After Dark. Bis gleich.